Hallo zusammen, liebe Pokéfreunde, und willkommen zum Pokémetropolen Blister Battle. Vivid Voltage oder Farbenschock, und wir machen ja immer gemeinsam einen Blister auf. Und wir haben eine Viertelstunde Zeit für dieses Video, deswegen so ein Blister, das ist viel zu schnell vorbei. Wir nehmen noch ein paar Blister dazu. Die zählen natürlich nicht in unsere Punktzahl. Die Punkte diesmal wieder etwas ausgefeilter. Ich glaube, ein für eine normale Holo oder Reverse Rare. Und Gold Shiny Pokémon 7 Punkte und dazwischen halt der Rest. Ich will aber die beiden mit aufmachen, weil die Promokarten, die drei, die gehören halt zusammen. Bei uns in Deutschland haben wir die Dreier-Blister natürlich mit Meteon und Aquana. Und die beiden, die gibt es nur auf Englisch. Und das ist gerade dieses Mal sehr schade, weil die gehören halt zusammen. Also, Nummer 1 ist er hier. Wir packen aus und gucken uns die an. So, es gibt eine Empoleon-Münze dazu, oder? Ist es doch. Glaube ich zumindest. Sehr schön. Habe ich jetzt schon ganz viele davon. Wir haben Scorbunny als erstes. Mal sehen, ich versuche es scharf zu machen. Scorbunny. Ja, und er guckt hier auf so einen Früchtekorb. Ja, alle möglichen Leckeren. Das sind Birnen, Weintrauben, Pflaumen, Mandarinen vielleicht, Tomaten. Ja, und er ist hier ganz begeistert, ne? Und die anderen beiden da hinten, ja, die sind total erstaunt, ne? Und gucken, was er da Tolles hat. Und als nächstes kommt halt Grookey an den Korb. Ah, die gehen immer schwierig aus. Ich will sie auch nicht kaputt machen. Ja. Habe ich es ohne Beschädigung hinbekommen? Ja, ich glaube. Wir haben dann also Grookey als nächstes. Oder Chimpep. Stell scharf. Ja, man sieht, er hier, Hopplo, sitzt schon da auf dem Baumstumpf und freut sich über die Früchte, die er hat. Und jetzt greift Grookey zu und Meteon so, what? Und man sieht ja auch so die drei Streifen darüber, der so, what the fuck? Was macht er da? Und bevor wir jetzt die Punkte vertüdeln, mache ich die schnell auf. Mal gucken, was drin ist. Oh, weißer Code. Oh, weißer Code heißt, wir müssen ja, den Code weg. Vier nach vorne. Aubergine-Energie. Telescopic Sight. Ferrothorn. Kann man da etwas schon sehen, was da hinten? Go-Goat. Puchena. Ruff, ruff. Ruff, ruff. Blitzel. Skiddo. Ferroseed. Kakuna ist die Reverse Holo und wir haben eine Alakazam V. Wie gesagt, zählt jetzt nicht in die Punkte mit rein. Ich zähle jetzt nicht. Das ist der Blister. Aber coole Karte fehlt mir noch, freue ich mich. Kommt erstmal da oben hin. Und der andere, ich glaube, das war jetzt der von Scorbunny. Auch ein weißer Code. Nein, nachher fehlen mir die Punkte, wenn es wirklich zum Battle kommt. Wir haben Leekstuff. Krokorok. Aromatic Energy. Puchenya. Voltorb. Wieso guckt der mal? Ruff, ruff. Ruff, ruff. Hello, flieg, kleiner Vogel. Yanma. Ah, fliegt auch, aber das ist geil. Und Togekiss jetzt zum dritten oder vierten Mal. Okay, also das sind unsere Puls aus den Checkland-Blistern mit den beiden. Und jetzt kommen wir eben, wie gesagt, zu Mameon oder Sobble, dem dritten im Bunde. Erledigt. Wer räumt hier nachher eigentlich auf? Der klebt hier fest. Guckt euch das an. Klebstoff ausgetreten vom Blister drumherum. Oh, ein Code, ne, sowas. Komm raus. Die anderen beiden. Ja, Chimpep freut sich noch. Er hat einfach alles genommen. Hopplo sagt so: Was ist denn mit ihm los? Was hat er denn? Was hat er denn schon wieder? So ungefähr würde es sein, ne? Was heult der denn schon wieder? Da ist nichts übrig geblieben für ihn. Finde ich so super. Also die drei, es ist stark. Also finde ich wirklich super. So, jetzt kommen wir zum Punktezählen unseres Battles. Und ich hoffe mal, dass ich hier was Schönes habe. Den Code machen wir einfach mal beiseite. Hier gucken wir nicht nach der Farbe, weil es soll ja ein bisschen spannend sein. Wir haben die Erdbeerenergie, wir haben Opal, wir haben Bay. Wir haben Devot. Mir fehlt noch eine Kate Full Art. Also die, also warum ziehe ich die nicht? Woobat, Aerokuda, Seedot, Phanpy, Charmander ist die Reverse Holo.
Und eine Orbital VMAX. Nice. VMAX haben wir gesagt, nur 3 Punkte. Nur. Aber geile Karte, die ich glaube ich schon habe. Auch. Also in der Sammlung fehlt sie, glaube ich, nicht. Aber sauber, sauber, guter Start. Mal sehen, was wir hier noch finden werden. Ne? Code beiseite. 4 nach vorne. Eine Stahlenergie und die liegt hier noch. Das ist die Coating Energy. Chuckle. Delmice. Habe ich neulich gesehen im Anime, ne? Delmice hat so einen versunkenen Schatz beschützt in Folge 39. Und hat dann die Helden da verfolgt und ihr Boot angegriffen und zum Sinken gebracht, glaube ich sogar. Duskull, Ferroseed, Riolu, Sandile, Chuckle ist eine Reverse, Uncommon, glaube ich, also kein Punkt. Und Tajikis, Nummer 5, 4, 5 oder so, 2 Punkte. Wir sind schon bei 5. Nice. Läuft. Geht hier etwa mal als Sieger hervor oder ist dann der Tywald dabei, der wieder irgendein Gold, Shiny, Full Art, hast du nicht gesehen, zieht? Macht er ja gerne, ne? Gerade so im Battle. Mal sehen, wir haben eine Fighting Energy. Oh, das ist ein Zeichen, ich habe B in Full Art oder Rainbow vielleicht. Ich habe noch nicht eine Rainbow auf Englisch, auf Deutsch überhäuft damit. Sableye, Cramorant, Kakuna, Velmer, Weedle. Weldum hat sich dahinter versteckt. Fanpy haben wir nochmal. Duskull. Die Reverse Holo ist wieder eine Uncommon. Scramorant und Regirock. Eine Holo Rare. Ein Punkt. Sind wir jetzt bei 6 Punkten. Das ist ordentlich. Also ich bin gespannt, ob ich mir vielleicht den ersten Platz mal teile mit jemandem. Auch das wäre schön. So, den Rest sortieren wir ein. Wie viel Zeit ist denn um? 7 Minuten? So, die Promokarten, mein Ordner, sieht schon sehr gut aus. Ja? Also das ist hier vollständig. Der letzte Sobble kam, glaube ich, aus Belgien. Die hier unten auch, glaube ich. Cinzino fehlte noch. Oder nee, Portugal kam die. Das hier hatte ich alles schon. Ne? Ich glaube, da gibt es jetzt nichts Neues zu sehen, seitdem ich das letzte Mal gezeigt habe. Hier ist vollständig. Hier fehlt natürlich immer noch ja, The Boy. Die 4 Pre-Release-Promos fehlen hier. Die sind unterwegs. Ich erzähle Quatsch. Huch. Weg damit. The Boy ist schon hier. Nummer 66. Wo kommt er dann hin, wenn er da reinkommt? Das ist hier auf der Seite erst. Okay, dann fehlt hier... Was fehlt denn dann? Muss ich mal nachgucken. Der kommt also erst auf die nächste Seite. Und da habe ich jetzt schon Grookey, Scorbunny und Sobble drin. Wie gesagt, Vaporeon kommt dann da demnächst rein. Also sieht schon ganz gut aus. Und Charizard ist schon hier. Relaxo, Lugia und wer was noch? Dornfan. Genau, Dornfan kommt demnächst. So, dann gucke ich mal nach den Pulls von heute. Wir haben Kakuna in Reverse, haben wir schon. Orbital VMAX ist Nummer 22, kommt. Haben wir schon. Ist hier hinter meinem Bild, ja. Mano, Charmander in Reverse, haben wir schon. Cramorant in Reverse, haben wir noch nicht. Psychic, dann mal Duskull in Reverse, okay. Achso, ja, ist zu sehen, gut, ich wollte gerade rüberschieben. Dann Shuckle in Reverse, der ist hier links, der ist nicht zu sehen, ne? Der kommt dahin. Da war doch noch einer dabei. Regirock haben wir schon, brauchen wir nicht. Burgekiss, ja, kennt man aus dem letzten Video von der ETB, haben wir schon, brauchen wir nicht. Alakazam, auf Deutsch habe ich einen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die 79, 71, 72 ist er, ne? Er kommt dann hier in die Ecke. Bis er, oh, warte mal, da kam noch zusätzlich eine Hülle drüber. Bitteschön. Ultimate Guard Supreme UX, jetzt im Angebot. Ja, Dermaniton haben wir nur und Steelix als Full Art. Und jetzt Alakazam noch dazu. Cool.
Jo, na dann, ist vorbei, ne? Also Battle ist um. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe gewonnen. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video zusammen, ne? Wir machen ja mal Premiere und so. Ich weiß nicht, wer der nächste ist. Ich glaube, die Reihenfolge steht jetzt noch nicht fest. So früh nehme ich das auf, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das lag hier alles auf dem Schreibtisch und ich muss das aufmachen. Das kann hier nicht weiter rumliegen. Deswegen, ja, keine Ahnung, wer jetzt als nächster dran ist. Bis gleich. Ciao. Na, mein kleiner Onkel Alex, dich erschreckt keine Sorge. Alles gut. War nur fürs Video. Zurück in deinen Käfig. Husch, husch.